Der Geopark Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen ist ein UNESCO-Global-Geopark in den drei Ländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf einer Fläche von 100 mal 120 Kilometern erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Naturparks und andere naturschutzrechtliche Schutzgebiete, um diese dem Regionaltourismus bekannt und zugänglich zu machen. So wurde am 5. Juni in Mansfeld eine von mehr als 20 geplanten Stelen eingeweiht, die auf einer Tafel Infos über den Natur- und Geopark sowie zu ortstypischen Besonderheiten bereithält. In Mansfeld wurde die Stele direkt am Kreisverkehr nahe der Germania aufgestellt. Geopark-Geschäftsstellenleiter Dr. Klaus George konnte neben Vertretern der Stadtverwaltung auch einige Mitglieder des örtlichen Heimatvereines zur Einweihung begrüßen. Er wies darauf hin, dass man an dieser Stelle das Schlackegestein in den Mittelpunkt der Informationstafel stellte, das im Ortsbild oft zu finden ist. Der Kreisverkehr ist ein stark befahrener, verkehrsreicher Schnittpunkt der B86 und der B242 in der Stadt. Die neue Stele soll die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden wecken. Das stellte auch Dr. Klaus Reda, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalts fest. Er war im Rahmen einer Harz-Rundfahrt in Mansfeld dabei. Fragwürdig bleibt, ob je ein LKW- oder PKW-Fahrer an dieser Stelle extra anhält, um sich die Stele anzuschauen. Das wird wohl den wenigen Fußgängern, die hier vorbeikommen, vorbehalten bleiben.